Yo, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Willkommen heute zurück zu einer weiteren Reaction mit mir, dem Typen, dessen Stuhl komplett kaputt ist und der mal einen neuen Stuhl braucht. Ich habe hier drüben auch übrigens keine Lehne, seht ihr das? Die habe ich aus Versehen kaputt gemacht. Aber Leute, darum soll es heute nicht gehen. Wir werden heute eine Reaction machen, weil die Reaction in letzter Zeit einfach mega gut bei euch ankommen. Viel besser als alle anderen Videos. Deswegen, Leute, falls ihr Bock auf mehr habt, guckt euch einfach die letzten Videos an. Da gibt's mega viel coolen Stuff. Zum Beispiel ein cooles Minecraft-Video. Warum guckt ihr euch das nicht an? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Freunde, ich würde sagen, wir fackeln jetzt nicht lange rum. Starten. Heute machen wir die 30 heftigsten, smartesten Lifehacks, die ihr jemals gesehen habt. Und ihr habt eingeschaltet, weil ihr Lifehacks sehen wolltet und ihr kriegt Lifehacks. Let's go! Freunde, ich hab Bock. Hier wieder ein Video von Power Vision. Checkt das unbedingt aus, checkt den Kanal unbedingt aus, falls ihr auch ein bisschen Lifehacks oder sowas sehen wollt. Ich würde jetzt sagen, let's go. 3, 2, 1, go. So, hier haben wir einen Kreis. Und er benutzt eine Büroklammer, um sozusagen einen schöneren Kreis zu machen. Ah ja, okay, und er benutzt er zwei Stück, um einen noch größeren Kreis zu machen. Aber wie ist der Durchmesser, Freunde, muss man natürlich auch erstmal hinterfragen. Wie ist der Durchmesser? Ist es 2 cm Durchmesser oder 3 cm Durchmesser? Ich weiß es nicht. So, hier hat er den Radiergummi. Wie nennt ihr Radiergummi? Nennt ihr den auch Ratzefummel? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Radiergummis nennt. Also ich nenne es Ratzefummel. So, ja, das haben wir ja schon mal gesehen im vorherigen Video in den Schul-Lifehacks. Könnt ihr gerne auch angucken. Das Video hat irgendwie 100.000 geschafft oder sowas. Das ist voll krass. Mega crazy. Okay, ja, das ist halt der Klassiker. Okay, Test. Auf so einem Mini-Block einfach. Oh, und da kann man dann mal hier so ein bisschen gespiegt. Leute, das verändert mein Leben, ich sag's euch. Okay, ein Ballon, der wird jetzt sozusagen da drüber gestülpt, über eine Flasche, über einen Becher. Ach, okay, und das wird dann sozusagen benutzt, damit nichts daneben tropfen kann. Ah ja, da ist ein Kaffee mit Becher-Cola, meine ich. Ganz genau, ein Cola-Becher und der wird zu heiß. Das ist doch ein Cola-Becher. Man sieht doch, dass da Sprudel drin ist. Willst du warme Cola trinken oder was? Ich glaube, es sollte irgendwie sowas in der Art darstellen. Lol, okay, der zündet einfach seinen Kugelschreiber an und das funktioniert. Okay. Weil man immer auch ein Feuerzeug in der Schule dabei hat. Also zu meiner Zeit, muss ich zugeben, da hat niemand ein Feuerzeug in der Schule dabei gehabt. Und wenn, hat er richtig Probleme bekommen. Leute, nehmt kein Feuer mit in die Schule, sondern lasst hier lieber mal einen Like da. Okay, weiter geht's. Ach, krass. Also er hat so ein relativ dünnes T-Shirt oder Hemd angezogen, meine ich. Wo man dann so durchgucken kann. Cool. Okay, der macht jetzt irgendwie so eine Rolle oder sowas. Keine Ahnung, was er damit macht. Also, seinen Test eingerollt in den. Nee, das ist echt nicht cool. Er nimmt ein bisschen Klopapier. Achso, und dann wickelt er das sozusagen da drum, damit das festhält. Habe ich recht? Natürlich habe ich recht. Leute, die Tricks. Man kennt sie. Die Tricks, Leute. Okay. Nice, da kann man so sein Poster mit verstauen. Okay. Er bastelt irgendein. Hä? Ist das so eine kleine Leinwand oder wie hat er das jetzt gemacht? Also ich glaube, das soll so eine kleine, wie nennt man das denn? So ein kleines Smartboard, also sowas, was man direkt wieder wegdingsen kann. So, und dann kann er es wieder wegwischen. Ja, und dann kann er da wieder was Neues draufschreiben. Ja, wie so eine Tafel. So eine kleine. Okay, er macht irgendwie sowas da rein. Irgendwie so Wolle oder sowas war das. Und füttert damit. Wer benutzt das so? Als ob man sein Handy rausnehmen darf, wenn man. Als ob man sein Handy rausnehmen darf, wenn man spickt. Wenn man eine Arbeit schreibt, so. Angeblich. Ja, genau. Fakey. Okay, er nimmt ein Magnet und ein Stift zum Kleben. Ja gut, okay. Das ist ja eher ein Lehrer-Lifehack, ne? Okay,
Okay, er malt Kreise und schreibt da. Ah, okay, der macht das in den Deckel rein, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Macht er es in den Deckel, Freunde? Er wird es 100% in den Deckel machen. Aber 100%. Ja! Er macht das in den Deckel! Nice. Perfekt. Ist cool. Und dann weiß er nicht Bescheid. Da muss er kurz mal... Rip. Als ob das nicht auffällt, oder? Ich weiß es nicht, ob sowas auffällt. Leute, wer von euch hat schon mal gespickt? Keine Lügen. Wer von euch hat schon mal gespickt? Ich habe auch schon gespickt, okay? Ich gebe es zu. Aber ich habe es nämlich richtig smart gemacht. Ich bin hin und habe einfach alle Lösungen auf die Zettel gelegt, die ich, wo ich drauf geschrieben hatte. Das bedeutet, wenn ich irgendwie eine Lösung gebraucht habe, habe ich einfach den Zettel so weitergedreht sozusagen und habe dann da einfach drauf geschaut und habe den dann wieder hinter meine anderen geschoben und das ist nicht aufgefallen. Und ich hatte eine 2. Ja. Weiter. Ich glaube, das war auch die einzige 2, die ich in meinem Leben geschrieben hatte. Okay, er macht wieder einen Spicker. In einem Pflaster? Wie hält es denn bitte fest? Macht er dann einfach so, so ab und dann guckt er da rein. Okay, das ist wirklich ein crazy... Oh mein Gott, das sieht so aus wie in meinem Schulsack, in meinem Schulranzen. So habe ich das auch früher immer gehabt. Immer schön die Pringles-Dose dabei. Nee, ich habe auch immer richtig zerknitterte Zettel und Briefe und was weiß ich nicht alles bei mir drin gehabt. Schlimm, Leute. Schlimm. Ganz schlimm. Okay, er nimmt die Pringles-Dose. Stell euch mal vor, da will jemand so Pringles essen und dann greift er da so rein und isst einfach so dieses Papier. Und dann so, oh, oh, nice. Ich liebe Papier. Okay, da sind seine stinkenden Schuhe drinne. Aber, ja, ja, die müffeln ein bisschen, ganz klar. Jetzt stinkt der Rucksack bestimmt. Und eine Orange. Oder eine Nektarine oder eine... Mann, ich kenne den Unterschied nicht, okay? Ja, Schande über mich, ich weiß nicht den Unterschied. So. Klar, man wirft einfach seinen Biomüll einfach so in seinen Schuh rein. Kennt man, Leute. Man kennt es. Einfach die Mandarine, Nektarine, Banane, was auch immer das ist, einfach geschält... Und dann einfach den Müll da reinschmeißen. Nice. Nein, ich weiß, dass es um den Geruch geht, Leute. Aber trotzdem. Und dann einfach noch so ein Stück Schokolade rein, damit es so ein weihnachtliches Aroma bekommt. Yo. Okay, er hat einfach das Cup. Hä? Was will der denn machen? Also das wird jetzt ein neuer Lifehack, den wir bisher noch so gar nicht gesehen haben. Wird das ein Federmäppchen? Ein Federmäppchen? Ich glaube, es wird ein Federmäppchen. Oder? Aus einer Milka-Schokoladentafel, Dingsbums, not sponsored. Und es wird natürlich ein Federmäppchen. Möppchen. Sagt mal, Federtasche, Federmäppchen. Und da passen 2 Stifte rein. Wow. Wahnsinnig gut, wahnsinnig praktisch. Okay, hier ist einfach ein Marker. Okay. Das ist, glaube ich, einfach nur, damit es schöner aussieht, maybe. So ein Regenbogenstift hat man dann. Ui, wie schön. Sieht aber wirklich schön aus. Kann man so ein bisschen in Regenbogenfarben. Okay, der nimmt die Rasierklinge aus dem Spitzer raus. Ja, aus dem Spitzer. Und, naja, ich glaube, das solltet ihr vielleicht nicht lieber nachmachen. Ich wüsste nicht, für was man sowas gebrauchen sollte, Leute. Ich wüsste nicht, für was man so etwas gebrauchen sollte. So eine, naja, mach das mal lieber nicht. Okay, der Ratzefummel. Wird natürlich wieder durchgeschnitten. Nagelneuer Radiergummi. Leute, wenn meine Mom gesehen hätte, dass ich einen nagelneuen Radiergummi genommen hätte und hätte zerschnitten. Hallo? Meine Mutter hätte mich dann auch gefragt, was ist denn mit dir verkehrt? Ja, das ist aber ein cooler Trick. Das ist wirklich ein cooler Trick.
Dafür kann man schon mal ein Radiergummi opfern. Leute, ihr müsst wissen, wir hatten früher nicht viel Geld und ein Radiergummi hatte ich dementsprechend nur ganz selten. Und ich weiß noch, ich hatte ein einziges Mal einen Erdnussradierer, obwohl ich allergisch bin gegen Erdnüsse. Ich hatte einen Radiergummi, der sah so aus wie eine Erdnuss. Und das war der coolste und niceste Radiergummi, den ich hatte. Und den hatte ich sogar, glaub, 3 Jahre oder sowas, bis der komplett... Das war der erste Radiergummi, den ich komplett wegradiert habe. Nehmt euch ein Beispiel, Freunde. Nehmt euch ein Beispiel. Radiert die Radiergummi immer weg und hört auf, Leute damit abzuschmeißen. Habe ich auch gemacht. Aber macht das nicht. Ah, guck mal, das ist das, was wir in der letzten Folge, glaube ich, gesehen haben mit den Schul-Lifehacks. Also ich muss sagen, in dem Video gab es bisher sogar mehr Schul-Lifehacks als normale Lifehacks, oder? Gut, das ist jetzt eher ein relativ normaler Lifehack. Aber wenn da seine Stinkeschuhe drin sind... Hä? Ach, damit die nicht dreckig werden. Oha, voll schlau. Oha, mega schlau. Einfach so eine Badekappe, die kann man ja auch mal mitnehmen und so. Das ist ja auch nicht so teuer. Nice. Okay, eine Disc. So ein Disc-Halter sozusagen. CD-Halter. Und da macht er sein Brot rein. Und das benutzt er einfach als Lunchbox. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ich wollte gerade sagen Kleber, nee, das ist Lippenstift. Oder hier Lippenbalsam oder wie sich das nennt. Da drückt er jetzt sein Radiergummi rein. Ah ja. Aber funktioniert das? Oh ja, okay, das muss richtig festgeklebt werden und... Oh, zack. Hä, ja nice. Ja, okay, wenn es gut funktioniert, dann ist doch nice. Dann ist echt cool. Okay, ja, das haben wir auch schon gesehen. Wie er das Tic-Tac-Packung-Ding ins Kirchen dann nimmt. Nimm einfach, ess alle Tic-Tacs, alle auf einmal. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich habe schon mal ganz, ganz viele Tic-Tacs, ich glaube, eine ganze Packung auf einmal gegessen. Ja, gut, okay, das haben wir ja schon mal gesehen, so ähnlich. Ah, das ist sogar das Ende gewesen. Cool. Nice, also es sind 30 schlaue Ideen für den Schulalltag, für sonstigen Krimskrams, was man halt so macht, ne? Freunde, es war auf jeden Fall cool, hat mir richtig gut gefallen, das Video. Es gab hier und da ein paar Sachen, die fand ich jetzt nicht so nice, aber im Großen und Ganzen war es schon cool. Leute, wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein, Leute, und tschüss, schaut die anderen Videos an, okay? Versprecht mir das, schaut euch die letzten ganzen Videos an und tschüss.